Ein Überbleibsel von der WM sind diese Fähnchen nun wirklich nicht. Sie sollen zeigen, hier auf dem Hamburger Fischmarkt trifft sich die Welt. In diesem Fall zum Backfischessen. Wie man den zubereitet, weiß Manfred Jipp. Erstmal ein Seelachsfilet ohne Gräten, weil ja keiner, weder die Norddeutschen noch die Süddeutschen, gerne Gräten mögen. So bleibt auch ganz sicher niemandem etwas im Hals stecken. Gewendet wird der Fisch in Bierteig und dann geht's ab in die Fritteuse. Manfred Jipp ist schon lange dabei. Da müsste der gute Mann doch eigentlich schon fließend Schwäbisch schwätzen. Naja, so mit Hockese und Anoi und Awa. Und das haben wir schon so ein bisschen drin. Am besten ist das mit den Essen, nicht? So mit den Zwiebelbraten oder mit den Maultaschen. Andere bleiben da lieber ihrem Fisch treu. Zum Beispiel Ale Dieter, der gleich nebenan seinen Stand hat. Ein Stützkopf, Blankaal, Spitzenqualität. Und wenn man ihn schon sieht, dieser Glanz, dieser Rücken. Die Liebe zum Produkt, die kann man Ale Dieter nicht absprechen. Aber jetzt mal Buddha bei die Fische. Die Brüllerei den ganzen Tag, macht das die Stimme auf Dauer mit? Ich habe eine Tenorstimme, nicht? Da hätte ich auch vielleicht als Tenor Karriere gemacht. Nicht? So zum Beispiel, nicht? Mama mia! Okay, überzeugt. Und worauf kommt es noch so an? Da muss immer was kommen, was Witziges kommen. Nicht? Oder haben Sie denn auch große Aale, weil ich groß und klein habe? Dann sagen manche, ja, haben Sie denn auch einen großen? Ich sage mal, woher weißt du das denn? Nicht alles verraten. Das lassen wir jetzt mal so stehen. Der Backfisch ist jetzt übrigens fertig. Und zubereitet wird der auch, wenn das norddeutsche Schiedwetter mal in den Süden rüberschwappen sollte. Was hier so Sturm heißt, das ist bei uns ja nur ein bisschen Wind. Nicht? Erst wenn die Schafe auf dem Deich die keine Locken mehr haben, dann sprechen wir von Sturm. Für den Norddeutschen gilt eben, das falsche Wetter gibt es nicht, sondern nur die falsche Kleidung. Ja.